Moment sind wir am Mischen von Jesses Album. Das bedeutet, dass sämtliche Instrumente und alle Elemente, die einem Song vorkommen, noch einmal überprüft werden und optimal zueinander angepasst werden. Das ist eigentlich der letzte große Arbeitsschritt, so dass wir wissen, dass wir wirklich das Maximum rausgeholt haben. Ja, also jetzt so der letzte Prozess, der jetzt läuft, also das Mixing von den Songs und ja, da gibt es ganz viel zu tun. Also man kann sich auch ein bisschen verlieren in der Arbeit, weil man sucht so die neuesten Sounds und was macht jetzt die Songs vielleicht noch ein bisschen besser. Aber es ist ein sehr interessanter Prozess, weil eben man erfindet wieder neue Sounds oder versucht halt den Songs so den gewissen Jazzy-Stempel jetzt noch zu geben, dass es sich das Ganze von den anderen Songs abhebt. Die größte Herausforderung beim Mix ist eigentlich immer, dass man sich nicht verliert. Wir sind mittlerweile jetzt 3 Monate am Produzieren und haben tausende von Ideen umgesetzt. Und jetzt ist so quasi der letzte Arbeitsgang, wo man dann schon drauf schauen muss, dass man nicht irgendwelche Elemente vernachlässigt, die eigentlich den Song ausmachen. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit meiner ersten Single. Also es klingt echt super cool. Und es ist jetzt auch schön, das Ganze mal so halt im fertigen Zustand zu hören, wie es dann halt auch rausgeht. Und es ist schon eine lange Arbeit jetzt halt einfach an dem Song. Es ist schon sehr emotional, dann das auch zum ersten Mal so zu hören. Also ich bin sehr, sehr beeindruckt. Ja, Mixdown. Das ist die Phase eines Albums, wo man sich keine Freunde mehr macht. Weil da hat jemand ganz viel Arbeit geleistet, gute Arbeit geleistet. Und dann komme ich als Management und sage, hat mir nicht gefallen. Na, hier war es ganz anders. Ich kam hierher, habe mir es angehört und war begeistert. Nach dem Mix kommt nur noch das Mastering. Das Mastering ist dafür zuständig, dass eigentlich die Songs untereinander noch einmal angegleicht werden. Nicht, dass ein Song lauter ist oder leiser wie der andere oder zum Beispiel viel mehr Bass hat. Das Mastering machen wir in Schweden mit einem Kumpel von uns, der sehr große internationale Erfahrung auch hat. Für uns ist das immer super spannend, wenn das Ganze dann zurückkommt, denn dann hört man es eigentlich zum ersten Mal, wie es dann schlussendlich auf CD klingt. Es ist ein tolles Album geworden und ich bin richtig, richtig stolz auf das erste Werk.